Let's make live Kultur great again! Ja! Eingebunden wurde, der Russe kommt, der Russe kommt, der Russe kommt. Ich hatte, wie gesagt, gestern einen Auftritt in Leipzig, da haben sie gerufen, ja, uns war er schon. Stimmt. Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo in Deutschland steht ein großer Wohncontainer, da leben 20 Leute drin und immer wenn eine Talkshow zu besetzen ist, dann holen die da nach dem Zufallsprinzip 5 aus 20 raus und das ungeschriebene Gesetz lautet, einer von den 5 muss immer Karl Lauterbach heißen. Virologen, Biologen, Immunologen. Und die kämpfen jetzt gegen die ganzen anderen Logen um die Weltherrschaft. Gegen die Soziologen, die Politologen, Pathologen, das ist so ein Totenkult. Die Beklopptesten, das ist so eine Geheimnis, die Podologen. Das ist so ein Kult, die glauben an die Weltherrschaft gepflegter Fußnägel. Wusstet ihr, dass Fake News verbreiten sich 6-mal so schnell im Internet wie echte News, ne? Weil die einfach interessanter sind? Glaubt ihr mir nicht? Pass auf, würdest du eher auf eine Nachricht klicken, wo steht, Benzinpreis steigt um 3 Cent oder auf die Nachricht klicken, Armin Laschet hat uneheliches Kind mit Annalena Baerbock? Olaf Scholz, unser neuer Bundeskanzler, ja, das ist ja diese zarte Sozialdemokratenseele gefangen im Körper eines bulgarischen Synchronschwimmers. Helmut Schmidt hat nämlich auch gesagt, 10 Flaschen im Weinkeller sind wenig, aber 10 Flaschen im Kabinett sind viel. Ne, Christian Lindner, für Achtung, der Porsche-Philosoph, ja. Christian Lindner, das ist ja ein Rätsel der Wissenschaft, ne? Der hat ja ein Selbstbewusstsein größer als der Kölner Dom, aber bis heute wurde keine Substanz dafür gefunden. BWL ist die Abkürzung für bescheißen wir Leute. Und deswegen ist mein Vorschlag, ja, beim nächsten Lockdown, falls es noch einen geben sollte, da klatschen wir dann abends um 9 immer Beifall für die VW-Topmanager und die Krankenschwestern kriegen endlich mehr Geld. Denn das Leben ist kein Bonihof. Arzt. Das ist schon mal Grundvoraussetzung für einen Antrag, dass man das so aussprechen kann. Arzt. Da kam mir dann doch meine Ausbildung da. Ich habe früher mal einen Workshop gemacht als Tierstimmenimitator und die Ente ist es. Art, 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 art. 57. Tag. Versuch eines geregelten Tagesablaufs. Zähne geputzt, Zahncreme gefrühstückt. Frische Tageszeitung geguckt und nicht gegessen. Spontan Beschluss umgesetzt. In FDP eingetreten. 100 Euro Begrüßungsgeld erhalten. Ja, wir Freiberufler müssen zusammenhalten. Ja, weitere Fragen? Hochwasser, interessante Frage. Meine Damen und Herren, mit dem Wegschwimmen von Mobiliar und Bewohnern endet das Mietverhältnis. Und ich sag, na junger Mann, ich höre, sind Sie die Stradivari unter den Arschgeigen? Ich will Ihnen mal eins sagen, ja. Wenn meine Eltern mir als Kind damals den Unterricht der Violine hätten finanzieren können, dann würde ich heute nichts lieber tun, als auf ihrem Gesicht Vivaldis 4 Jahreszeiten in der Heavy-Metal-Version zu spielen. Robert Habeck war als erster Politiker in der Geschichte der BRD auf dem Titelbild der Brigitte. Und dann wird nie wieder ein deutscher Soldat mit einem dreckigen, umweltverpestenden Dieselpanzer in fremde Länder reinrollen. Sondern nur noch
auf E-Lastenbikes. Ne, das kommt auch nicht so aggro rüber, sondern viel fluffiger. Dann haben wir die Tornados im Syrien-Einsatz. Die können immer nur tagsüber von 10 bis 18 Uhr eingesetzt werden, weil nachts werden die Piloten von den Armaturenlichtern geblendet. Hey Leute, da kostet eine Maschine 18 Millionen Euro und es scheitert am Dimmer. Friedrich Merz, das ist ja das deutsche Pendant zum Highlander, der Sauerländer. Wenn morgen der Russe käme, dann wäre meine letzte Hoffnung für den Weltfrieden die Leverkusener Brücke. Denn spätestens, wenn der Russe aus Richtung Remscheid kommend, kurz vor Leverkusener Kreuz, versucht, mit seinen Panzern in den Stau einzufädeln, dreht er frustriert um und fährt wieder nach Hause. Weil am Karussell, da waren nur weinende Kinder und verzweifelte Väter und Mütter. Ja? An diesem Ort, der sonst immer das Leuchten in die Kinderaugen zaubert, dem Karussell. Und da wollten wir alle wissen, was ist denn da los, und sind neugierig geworden und sind hin. Und was soll ich euch sagen? Die ganzen Hubschrauber und Flugzeuge auf dem Kinderkarussell waren besetzt von Piloten der Bundeswehr, die ihre Flugstunden voll machen wollten. Weg da, weg da, weg da. Jetzt nicht, weg, weg. Du musst deine Flugstunden voll kriegen. Der Fisch stinkt vom Kopf her, doch wir riechen nichts, denn wir sind der Kopf, yeah, wir sind der Kopf.